Herzlich willkommen zum ersten Zwenkauer Gespräch aus der badischen Wein-, Kunst- und Bistrostube zum Türkenlui hier am Kap Zwenkau. Und neben mir in der ersten Sendung ist zu Gast Wolfgang Rögner. Er ist Chefdirigent des Leipziger Symphonieorchesters. Hallo erstmal. Ja, hallo. Grüße Sie. Ja, wenn Sie jetzt hier sind, Sie waren gerade noch draußen hier am Kap Zwenkau, haben noch einige geraucht, glaube ich, vorher. Sie haben eine DDR-Biografie, so wie ich auch. Wenn Sie jetzt hier das Kap Zwenkau sehen, was empfinden Sie dabei? Fantastisch. Also was hier passiert ist in den letzten Jahren, ist für mich unglaublich und ist natürlich auch Anregung und Ansporn, diese wunderbare urbane Landschaft auch kulturell mit Leben zu erwecken. Bevor wir gleich wieder zum Kap Zwenkau kommen, vielleicht noch ein paar persönliche Fragen. Wenn ich es richtig gelesen habe, Sie haben mit 19 angefangen, Musik zu studieren? Ja, es war vielleicht schon ein bisschen früher. Also ich bin mit 12 Jahren auf die Spezialschule für Musik gekommen, in Weimar, Schloss Belvedere. Damals hieß es noch Spezialschule. Heute heißt es Spezialgymnasium und dort war ich erst mal 6 Jahre bis zum Abitur und von dort aus ging es dann zum 5-jährigen Direktstudium an die Franziskus-Schule in Weimar. Was hat das ausgelöst? Warum war das jetzt nur die Schule oder war das jetzt Elternhaus? Wie sind Sie zur Musik gekommen? Gibt es da Gene? Ja, da gibt es ein paar Gene. Also schuld daran ist eigentlich mein Vater. Der war von Haus aus Musiklehrer und er wollte immer, dass ich Pianist werde. Diesen Wunsch habe ich ihm leider nicht erfüllen können, aber ich denke, er ist mit meinem Werdegang als Kapellmeister auch zufrieden. Wie ging es dann weiter bei Ihnen? Das ist eigentlich ziemlich schnell erzählt. Ich habe also 5 Jahre in der Kapellmeisterklasse studiert in Weimar. Und danach kam ich als junger Kapellmeister an das kleine Theater in Plauen im Vogtland, war dort 3 Jahre und hatte aber schon im 2. Jahr die Option, als erster Kapellmeister nach Zwickau zu gehen. Und das habe ich dann natürlich auch getan. Und ich war 4 Jahre in Zwickau, eben als erster Kapellmeister und danach ereilte mich der Ruf zu einem Studium nach Leningrad, wie es damals hieß, heute St. Petersburg, zu gehen zu Professor Arvid Janssons und ich bin dann 1980 dahin gegangen, habe dieses Meisterstudium absolviert, quasi aus meiner Tätigkeit in Zwickau heraus, kam dann nach Zwickau zurück, war der Meinung, ich bin jetzt mindestens genauso gut wie mein Chef, so überheblich wie man als junger ja, Dirigent eben ist und es gab damals nur eine einzige Chefposition, das war am Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Bautzen und diese Stelle habe ich sehr gerne wahrgenommen, war dort 5 Jahre, war parallel dazu ja, durch verschiedene Umwege gekommen als gleichzeitiger Chefdirigent bzw. First Principal Conductor, so hieß das, also erster Gastdirigent an das berühmte Nederlands Tanztheater in Den Haag. Wobei das Orchester in Amsterdam studiert ist und so hatte ich auch gleichzeitig das Vergnügen, das neue Opernhaus in Amsterdam mit einweihen zu dürfen. Und kam dann zurück, beziehungsweise die 5 Jahre waren sowohl in Bautzen als auch in Amsterdam zu Ende. Und obwohl man mir dort einen weiterführenden Vertrag angeboten hat, bin ich doch lieber dem Ruf gefolgt, als Chefdirigent und Generalmusikdirektor nach Erfurt zu gehen, an die Oper Erfurt. War dort 12 Jahre, für mich eine fantastische Zeit. Es hat begonnen direkt mit der Wende. Und ja, ich habe mich dort wahnsinnig wohl gefühlt. Danach hat sich so ein kleiner Kreis geschlossen. Ich bin wieder zurück nach Bautzen, weil ich eigentlich auch einmal schauen wollte, wie es ist, wenn man selbst Theaterstücke schreibt und die auf die Bühne bringt. Und das habe ich dort in Bautzen dann beim Sorbischen Nationalensemble getan. Und als diese Zeit vorbei war, war ich 3-4 Jahre zunächst erstmal freischaffend tätig und dann kam der Ruf hier an das Leipziger Symphonieorchester und dem bin ich sehr, sehr gerne gefolgt. Bevor wir weiterreden, würde ich sagen, trinken wir erstmal einen Schluck Wein. Sehr gerne. Schließlich sind wir in der badischen Weinstube. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. In so einem lauen Sommerabend schadet ein Glas Wein dann auch nicht. Sind Sie Weinkenner? Kenner nicht, aber Weinliebhaber und ja, ich trinke schon sehr gerne Wein und gerade der badische Wein, der hier in diesem wunderbaren Türkenlui kredenzt wird, der ist natürlich fantastisch und ich liebe ihn sehr. Kommen wir noch mal ganz kurz zu den beruflichen Stationen Ihres Lebens. Sie haben ja gesagt, Zwickau, Bautzen, Erfurt, Amsterdam, Leningrad. Was hat Sie am meisten geprägt? Ich denke, das war schon die Zeit in Erfurt, also diese 12 Jahre als Generalmusikdirektor. Das war einfach toll. Wir haben damals die Domstufenfestspiele auf die Beine gestellt und ja, einfach fantastische Sachen machen können, von denen man heute eigentlich nur träumen kann. Es war noch viel Geld auch für die Orchester und Theater vorhanden. Wir hatten einen fantastischen Förderverein, also die Philharmonische Gesellschaft mit Namen, die uns sehr, sehr unterstützt hat.
Und ja, mit diesen vielen Ideen im Kopf war natürlich Erfurt für mich ein tolles Pflaster und eine tolle Zeit für mich insgesamt. Wie war das so nach der Wende bei der Kunst und Kultur? Sie haben es gerade gesagt, es war kein Geldprobleme, gab es nicht. Wie war das künstlerisch? War das eine riesige Freiheit oder? Es war zum einen eine riesige Freiheit, zum anderen gab es natürlich immer noch auch Einschränkungen. Also man hatte noch nicht dieses Potenzial, was man heute hat, wenn man eben Musiker sucht, wenn man Sänger sucht für die Bühne. Das hat alles eine ganze Zeit gedauert, aber wir haben uns sehr gut beholfen. Ich hatte einen großartigen Generalintendanten, der mich in allen Belangen unterstützt hat. Und ja, insofern konnte ich also keinen Mangel erkennen, der uns in der künstlerischen Ausübung gehemmt hätte. Kommen wir mal zum Jetzt. Das Leipziger Symphonieorchester, wer es nicht kennt, können Sie es kurz beschreiben? Wir haben uns jetzt gerade kennengelernt. Und was sagen Sie den Leuten, die Sie so in der Gaststätte treffen? Ja, das Leipziger Symphonieorchester ist eines der, ja, vielen vielleicht nicht, aber ich denke, es ist schon eine Handvoll der sogenannten Kulturraumorchester. Ja, Sachsen ist ja nach Kulturräumen organisiert. Und insofern ist auch gleichzeitig damit das Terrain abgesteckt, in dem sich das Leipziger Sinfonieorchester bewegt. Ja, es ist also der Landkreis Leipzig, es ist das Leipziger Land, es ist auch Westsachsen mit verbunden. Also das ist quasi das innere Umfeld. Aber darüber hinaus bewegen wir uns natürlich auch international. Aber da kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Chefdirigent, wie viele Konzerte geben Sie so pro Monat? Kann man das so kurz sagen? Pro Monat kann man nicht sagen, aber vielleicht mal so eine Dimension. Also wir machen etwa 100, ja vielleicht auch 110 Konzerte im Jahr. Mhm. Und davon dirigiere ich etwa 60%. Mhm. Wie ist das so? Wie bereiten Sie sich vor? Und was mich so interessiert beim Dirigenten, gucken Sie wirklich nur auf die Noten? Kennen Sie die Stücke? Ist das viel Gefühl? Ich habe keine Ahnung von Musik. Wie läuft das ab? Also gerade, weil ich diese Frage sehr oft höre, habe ich ein kleines Büchlein darüber geschrieben. Und ja, das Büchlein heißt TAZ, also es ist zum einen eine Auszeit, zum anderen soll es auch ein bisschen die Distanz, die gefühlte Distanz zwischen Dirigent und, oder Orchester und Publikum vermindern. Also es soll zeigen, dass auch der Dirigent nur ein ganz normaler Mensch ist. Aber zu Ihrer Frage, es ist ja ein weit verbreiteter Irrglaube, dass der Dirigent nur in seine Noten schaut oder dass auch das Orchester nur in die Noten schaut und eigentlich ein Dirigent gar nicht nötig wäre. Ja, man muss dazu wissen, also der Musiker ist von Beginn an seiner Tätigkeit darauf geeicht, dass er gleichzeitig seine Noten sieht, aber trotzdem den Dirigenten im Auge hat. Ja, sonst wäre es wirklich sinnlos, wenn man da vorne stehen würde. Aber natürlich gibt es auch den direkten Blickkontakt und deswegen ist das reine Dirigieren beim Dirigieren eben nicht mehr nur auf das Taktgeben oder Taktschlagen, wie man so schön sagt, beschränkt, sondern es ist mehr ein Animieren, es ist mehr, sage ich mal, eine Vorgabe geben dessen, was sich der Dirigent vorstellt, und er versucht, die Musiker auf diese Reise, auf diese Impression, die er im Kopf hat, mitzunehmen. Wie sehr kann man ein Orchester beeinflussen als Dirigent? Ich meine, die Noten, haben Sie gerade gesagt, die gibt es alle, die spielen alle die Noten? Genau, also die Noten sind quasi das Gesetzblatt, ja, das man natürlich auch mehr oder weniger ausloten kann. Ja, ich meine, es gibt natürlich auch für jedes Musikstück Vortragsbezeichnungen, nehmen wir einmal als Beispiel Allegro, das heißt schnell. Aber wie schnell ist schnell? Ja, also deswegen ist es auch immer individuell als Frage für den Dirigenten, wie er das Stück empfindet und den Musikern vermittelt. Also hier ist ein ganzes Spektrum, sage ich mal, von Möglichkeiten, die der Dirigent versucht, mit seiner Vorstellung über ein Stück dem Musiker nahezubringen. Und der Einfluss ist schon recht groß. Ja, auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass es immer eine Partnerschaft natürlich ist. Ja, ich werde einen Musiker nie vergewaltigen können, gegen seinen Willen zu irgendetwas. Und wenn ich das tue, dann wird es nicht klingen. Ja, das ist einfach so, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen ist es ein Geben und Nehmen. Ja, ich lasse natürlich den Musiker auch kommen. Das sind alle studierte Leute. Sie kennen zum größten Teil auch die Musik, die sie spielen, haben das mehrfach gespielt, haben eine ganz klare Vorstellung, wie sie es sich vorstellen. Und dann kommt plötzlich einer, der sich da vorne hinstellt und sagt, also ich hätte es aber gerne so und so. Und dann ist es eine Frage der Überzeugungsarbeit, den Musiker auf die Reise mitzunehmen und ja, ihn einzubinden in eine Idee für ein Musikstück. Und ich sage immer, wenn ich dazu 85% der Musiker gewinnen kann, dann ist das schon sehr viel. Ja. Was machen Sie nach so einem Konzert? Können Sie da gleich ins Bett gehen? Oder ich kenne das noch so, wenn man moderiert, so 2-3 Stunden, dann braucht man wenigstens ein Bier danach. Ja, ja. Also Bier ist ein sehr gutes Stichwort, das hilft dann immer, aber natürlich muss man diesen Adrenalinpegel, den man da angestaut hat oder aufgebaut hat im
Laufe des Abends, den muss man natürlich abbauen. Und für mich ist es insofern, weil ich auch oft gefragt werde, mein Gott, du fährst dann ständig also von Dresden nach Leipzig und ist das nicht sehr umständlich und so weiter. Ich genieße diese knapp anderthalb Stunden und wenn ich zu Hause angekommen bin, ist genau dieser Pegel des Herabfahrens wieder erreicht, den ich mir wünsche und ich eigentlich wieder als ganz normaler Mensch zu Hause durch meine Haustür gehe. Jetzt sitzt das Leipziger Symphonieorchester in Böhlen, im Südraum von Leipzig. Wie ist das so für so ein Orchester trotzdem im Schatten dieses großen Leipzigs, dieser Kulturstadt? Wie kommt man damit gut zurecht? Ist das mehr eine Chance? Ist das, versteckt man sich da oder wie fühlen Sie sich dabei? Nein, also verstecken müssen wir uns ganz und gar nicht. Wir bedienen zum großen Teil inhaltlich auch ein anderes Spektrum. Ja, ich meine, wir müssen nicht unbedingt Sacre spielen oder Gustav Mahler, die Sinfonie der Tausend oder so etwas. Das kann natürlich ein MDR-Sinfonieorchester oder das Gewandhaus viel besser. Und das wollen wir uns auch gar nicht anmaßen, unabhängig davon, dass wir auch die Personage gerne hätten. Aber es gibt ein riesiges Spektrum, das wir bedienen können, angefangen, sage ich mal, mit Konzerten für die Jugend. Also wir machen sehr viele Schülerkonzerte, auch im Gewandhaus unter anderem. Wir machen aber auch sehr viele Operettenprogramme, die wir quasi im ländlichen Raum hier präsentieren, bis hin zu dem Musikfest, was jetzt quasi vor den Toren steht, wo wir auch versuchen, das ganze Kaleidoskop dessen, was wir leisten können, einmal vorzustellen. Ja, Sie haben jetzt schon meine Überleitung quasi vorweggenommen, das erste Neuseeland Musikfest am Kap Zwenkau, hier gleich draußen vor dem Türken Louis quasi. Wie ist dieser Event entstanden? Also ich muss gestehen, ich bin ein bisschen ein Open-Air-Freak und genauso wie ich die Domstufenfestspiele in Erfurt mit aus der Taufe gehoben habe, genauso hat es mich hier fasziniert, dass so wahnsinnig viel an urbaner Landschaft hier nutzbar gemacht wurde. Es gibt viele, viele Seen. Unser Publikum kennt die natürlich alle viel besser als ich, aber es gibt nur ganz wenige, wo man sagen kann, das wäre möglicherweise ein Ort, ein Musikfest zu etablieren. Und ich bin halt mit dem Radl oder mit dem Auto um die Seen herumgefahren, habe mir das alles angeschaut, wo wäre die beste Infrastruktur schon jetzt vorhanden. Tja, und da habe ich mein Herz hier ein bisschen an Zwenkau verloren und als ich dieses Kap hier gesehen habe, war das für mich eigentlich so eine Initialzündung, wo ich gesagt habe, das wäre es eigentlich. Und dann ist natürlich die Frage, man kann das ja schlecht alleine stemmen und für mich war das dann eben ein wunderbarer Zufall, nenne ich es einmal, dass sowohl angefangen vom Bürgermeister selbst, von Herrn Schulz, die Initiative übergesprungen ist an die SSZ, die wir hier haben, ja, mit dem wunderbaren Herrn Schmidt und vielen, vielen anderen, die sich hier eingesetzt haben. Ja, wir haben einen wunderbaren Musikproduzenten mit dem René Möckel, alle die sitzen im Vorstand dieses Fördervereins. Tja, so sind wir jetzt also wahnsinnig neugierig und gespannt, wie dieses erste Musikfest angenommen wird und wir hoffen natürlich, dass wir dafür viele, viele Fortsetzungen finden. Noch grob 3 Wochen, wie schwierig war die Vorbereitung, wie schwierig ist sie noch? Also mit einem solchen Team, wo jeder genau weiß, welchen Platz er auszufüllen hat und was er an Aufgaben zu übernehmen hat, ist es eigentlich eine sehr angenehme Arbeit gewesen. Deswegen ist es natürlich das eine, ein Programm zu bauen, da habe ich natürlich versucht, meine Erfahrung und meine Intention mit einzubringen. Ich denke, wir haben 3 wunderbare Abende gefunden, die ja, auf das Publikum im weitesten Sinne zugehen. Und natürlich muss man auch hier das gastronomische Ambiente mit nutzen. Und deswegen haben wir gestartet oder beginnen wir am 29. mit einer sogenannten italienischen Nacht. Bei uns heißt das also Viva Italia, ja, wo die 3 jungen Tenöre aus Italien kommen. Es kommen am zweiten Abend 2 wunderbare Sänger, der Sébastien Lamont, einer der aufsteigenden Sterne am Pariser Chansonhimmel und Elke Kottmeier, die ihm hier als Partnerin zur Verfügung steht im gesanglichen Bereich. Und der dritte Abend ist dann quasi eine Klassiknacht, ja, unter Sternen, hätte ich beinahe gesagt. Wir haben es genannt am Kap, ja, bietet sich ja örtlicherweise an. Und ganz besonders stolz sind wir darauf, dass wir auch den Sonntag gestalten können, und zwar mit einem Familienevent, wo ganz ausdrücklich die Sparkassenstiftung zu nennen ist, die sich hier also in hervorragender Weise für uns eingesetzt hat, die hier Gelder freigesetzt hat, damit wir dieses Event am Sonntag, wo wir keinen Eintritt verlangen, auch gestalten können. Wir müssen vielleicht mal sagen, 29.06. bis 2.07. an diesen Tagen findet das Neuseeland Musikfestival statt. Wie war die Unterstützung von Seiten von Sponsoren? Ist sowas leicht heutzutage zu organisieren? Oder
Also wenn man Sponsoren überzeugen kann von der Sinnhaftigkeit eines solchen Unterfangens und einer solchen Idee, dann muss man in der Regel nicht viele Türen öffnen. Viele wissen, um was es geht. Viele sind auch nicht zum ersten Mal angefragt. Davon muss ich auch ausgehen. Aber ich denke, dadurch, dass wir einen ganzen Pool an Möglichkeiten haben, sind wir auf einem sehr guten Weg. Und ich prognostiziere einmal, dass wir vielleicht ein Drittel der nötigen Kosten über Sponsoring leisten können. Vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zu den Highlights. Warum gerade aber Kap Zwenkau? Ja, hier am Kap sind natürlich die baulichen Maßnahmen schon so weit fortgeschritten, dass es hier, ich nenne es einmal, natürlich gewachsene Möglichkeiten gibt. Also wir haben hier unten zum einen diese Stufen, die hier schon etabliert wurden, zum Hafen herunter. Es gibt oben dann dieses trapezförmige Kap auch nochmal als Möglichkeit. Und die große Variante wäre dann natürlich auf der Seite der SSZ, also wo eine große betonierte Fläche ist. Wir haben uns eigentlich entschieden, zunächst erstmal die kleinere Variante zu wählen, um unserem Publikum zu zeigen, also dass wir ein sehr aufeinander zugehendes Event sind und einfach erst einmal schauen, auch wie wird das angenommen, wie wird das reflektiert. Aber wir haben mit den Möglichkeiten, die hier existieren, eben auch die Gegebenheiten expandieren zu können, also größere Räume für uns zu erschließen. Kommen wir gleich zur nächsten Frage, nämlich größere Räume. Wenn wir beiden in 5 Jahren hier wieder sitzen, ne? Was wollen Sie mir dann über das Neuseeland Musikfestival erzählen? Ja, ich denke, dann kann ich Ihnen hoffentlich eine schöne Story erzählen, wie das alles begonnen hat, wie sich das alles entwickelt hat und mit welcher Neugier inzwischen unser Publikum diesem Event gegenübersteht und dass wir nicht anfangen müssen zu erklären, was ist eigentlich das Neuseeland Musikfest, sondern dass jeder weiß, dass es das gibt. Und inzwischen, so viel darf ich vielleicht verraten, hat auch die Bach-Gesellschaft bei uns schon angeklopft. Ja, die leise signalisiert haben, dass sie sich auch die Möglichkeit einer Zusammenarbeit in den nächsten Jahren vorstellen können. Also Ende Juni hier am Kap Zwenkau. Ja. Vielleicht noch einmal ganz kurz zurück. Sie wohnen ja in der Nähe von Dresden, haben Sie gerade schon angedeutet. Wo ist für Sie Sachsen eigentlich am schönsten? Ja, schwer zu sagen. Also ich meine, es gibt so viele wunderbare Stellen und Ecken in Sachsen. Ich bin ja nun geborener Thüringer. Und bei uns fehlt es einfach ein kleines bisschen an den Wassermöglichkeiten. Also in Thüringen gibt es keinen großen Strom, wie die Elbe zum Beispiel. Und wir haben auch nicht so eine tolle Seenlandschaft. Ja, dafür haben wir andere wunderbare Naturbedingungen und Gegebenheiten. Aber dieses Mischungsverhältnis Wasser, Natur, Freizeit, Sport und so weiter ist natürlich eine wunderbare Mischung, um hier auch ein Publikum zu generieren, was sich möglicherweise kulturell interessieren lässt. Am Ende unseres Gesprächs können Sie noch einmal Werbung machen. Was sind außer dem Musikfest die Höhepunkte vom Leipziger Symphonieorchester? Gibt es da 2, 3 Sachen, wo Sie sich in den nächsten Monaten drauf freuen? Naja, für uns ist es momentan ein kleines bisschen schwierig, jetzt direkt Werbung zu machen, weil unser unmittelbares Event sind natürlich die Musikfesttage hier in Zwenkau, also das Neuseenland Musikfest. Danach gehen wir erstmal in die Sommerpause und dann werden wir die neue Spielzeit im August wieder eröffnen. Aber da möchte ich auch unserem Geschäftsführer nicht vorweggreifen. Also wir werden dazu eine Pressekonferenz geben und das dann offiziell der Öffentlichkeit mitteilen. Okay, dann wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß, viel Erfolg für das Neuseenland Musikfest hier am Kap Zwenkau. Und Ihnen viel Erfolg weiterhin und schönen Dank, dass Sie hier waren. Sehr gerne, vielen Dank. Ja, damit verabschieden wir uns aus der Badischen Wein-, Kunst- und Bistrostube hier zum Türken Louis am Kap Zwenkau. Und wir werden uns demnächst wiedersehen. Wir wollen diese Folge, dieses Zwenkauer Gespräch regelmäßig stattfinden lassen. Und ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke. Danke auch.